Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview mit unserem Trainer Philipp Horthy. Hallo Philipp. Guten Morgen. Ich stelle heute ein paar Fragen zum Trainingsauftrag und zum Trainingslager am Timmendorfer Strand. Die erste Frage gleich zum heutigen Training, was nachher um 10 Uhr stattfinden wird. Sind alle Spieler anwesend oder haben sich einige noch verletzt gemeldet oder krank gemeldet? Nein, zum Glück sind alle Spieler bereit und ich bin heiß auf den Trainingsauftrag. Dann jetzt alles im Trainingslager. Es geht zum Timmendorfer Strand. Inwiefern haben Sie den Ort mitentschieden? Ja, also entschieden haben wir alle vier zusammen und sind dann einstimmig zur Entscheidung gekommen, dass der Timmendorfer Strand eine gute Entscheidung ist und wir dort unser Trainingslager hoffentlich gut vollziehen können. Und somit sind wir dann zu der Entscheidung gekommen. Sie haben vier Testspielgegner. Dreimal spielen Sie in Lübeck, einmal dann in Dänemark, wo Sie dann mit dem Schiff rüberfahren. Wie haben Sie die Gegner ausgesucht? Nach was sind Sie da gegangen? Ja, nach dem Spielsystem, weil uns wichtig war, dass die Mannschaft nicht mit demselben Spielsystem agieren. Somit können wir dann eben auch viel austesten und viel probieren. Das war uns zum einen wichtig, zum anderen war uns wichtig, dass die Gegner eine lange Geschichte haben und große Tradition haben. Da die Clubs Hansa Rostock und Oldenburg zum Beispiel auch mal richtig gut waren und mittlerweile, sage ich mal, versunken. Sagen, dass Rostock versunken war mal Erstligist, jetzt ist es ein Drittligist, der knapp um den Aufstieg gekämpft haben. Was denken Sie, wird Rostock diese Saison noch erreichen? Mal eine ganz andere Frage. Ja, ich hoffe, dass sie den Klassenerhalt so schnell wie möglich sichern, da es einfach für den Ostfußball auch wichtig ist und dann eventuell, sag ich mal, zwischen den Platzierungen von 7 bis 12 stehen. Und ja. Dann nochmal eine Frage, Sie haben, Matze und Raffel haben im Pressekonferenz gesagt zum Trainingslager, dass man von Timmendorfer Strand bis nach Lübeck mit dem Fahrrad hinfährt. Wer hatte diese Idee? Ja, die Idee kam ursprünglich von mir und meine drei Vorstände haben diese dann übernommen. Und ja, genau. Ja, ich sehe jetzt hier, wir haben keine weiteren Fragen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so gestört, diese kurze das Interview gefällt euch. Es werden mehrere Interviewfolgen und auch Pressekonferenzen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.